Hallo und herzlich willkommen, hier ist Josip für euch. Heute mal mit einem etwas anderen Video, zumindest vom Aufbau her. Und zwar freue ich mich schon sehr, sehr lange auf dieses Video. Geht es einmal um die Inhaltsstoffe, die wir in Duschgels, Shampoos, Zahnpasta, Deo, Spülung, Rasierschaum und was es nicht alles gibt, was da drin enthalten ist und was das im Eigentlichen bedeutet. Weil wir stellen uns ja oft die Frage, hey, hinten ist das jetzt irgendwie gut oder boah, da stehen tausend Sachen drauf, kann ich das jetzt nehmen oder nicht? Ich sag mal, grundlegend gilt ja schon mal die Faustregel, wo viel draufsteht, ist immer scheiße. Ja, das muss ich einfach mal so knallhart sagen, aber trotzdem kann man ja, finde ich es insgesamt interessant, wenn man vielleicht einfach mal darüber erfährt, was verschiedene Stoffe wie Tenside oder Parabene und so weiter bedeuten. Das werden wir heute ein bisschen durchgehen. Und dazu werde ich euch gleich nochmal in einem Zweitvideo, was ich mit reinschneiden werde, werde ich das ein bisschen tabellarisch euch aufzeigen und erklären, weil ich glaube, dass das besser ist, wenn man das visuell ein Stückchen sieht, gerade weil die Namen vielleicht teilweise exotisch sind und so kann man das besser. Nachher, wenn ihr auf die, aufs Duschgel schaut, könnt ihr vielleicht auch mal kurz das Video anhalten, aufs Duschgel gucken, ist glaube ich besser, als wenn ich das nur vorspreche. Das würde es, glaube ich, nur schwerer machen. Deswegen greife ich jetzt auch schon vor, was ich persönlich als Alternativen nehme, sodass ihr nicht bis zum Ende noch warten müsst, falls euch das nicht interessiert. Und als Alternativen verwende ich zum einen ätherische Öle, ja, zum Beispiel als Rasierschaumersatz, finde ich ganz gut, passt, könnte auch mal wieder soweit sein. Und Kernseife zum Beispiel aus Olivenöl, Kokosnussöl, das nehme ich grundlegend als Duschgelersatz, ja. Und habe damit ehrlich gesagt super Erfolge erzielt. Also das ist mega cool, super angenehm, wenn man da einen Schwamm zum Abreiben und so nimmt. Super genial, also ganz klasse. Ja, also da sind verschiedene Alternativen. Deos zum Beispiel auch, da habe ich bereits ein Video schon zugemacht. Oder ich weiß noch gar nicht, ob es on ist, bin mir noch nicht so ganz sicher. Aber es ist auf jeden Fall schon fertig geschnitten. Und ja, also da gibt es unterschiedlichste Möglichkeiten, um sich da Alternativen zu finden. Man muss jetzt nicht auf peu à peu, also man kann das alles sehr langsam machen, man muss jetzt nicht für alles gleich auf Stillschweigen immer gleich alles verändern wollen. Macht das alles Step by Step, habe ich genauso gemacht und dann passt das. Okay, ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit den Inhaltsstoffen jetzt und es geht gleich weiter. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist der zweite Part, der zweite Teil. Wie gesagt, diesmal etwas anders und zwar habe ich hier einmal für euch das ein Stückchen aufgeschrieben, dass ihr das ein wenig nachvollziehen könnt. Und zwar fangen wir an mit den Inhaltsstoffen der Parabene. Das ist ein chemisches Konservierungsmittel, welches im Hauptaugenmerk so beschrieben Einfluss auf die Hormonbildung, vor allen Dingen bei den Frauen nimmt. Ja. Und wenn man mal genau schaut, Parabene hat man in vielen, vielen Punkten überall enthalten. Gerade bei Duschgels und so weiter und so fort. Also schaut da einfach mal nach. Ja, und belest euch ansonsten gerne noch bei allen Punkten jetzt natürlich dazu, wenn ihr da mehr wissen wollt. Jetzt zum Beispiel im Einfluss in Bezug zu den Hormonen. Es gibt nämlich zu allen unterschiedlichen Punkten auch jeweilige Studien. Okay, kommen wir weiter zum zweiten, zu den Tenside. Die Tenside, die werden anders beschrieben. Man findet auch Tenside insgesamt auch so, aber meistens werden die beschrieben unter Sodium und Lauryl. Und der Stoff macht Folgendes, er lässt die Haut durchlässig werden. Ja, das heißt, es wird geöffnet, damit natürlich die Parfümwirkstoffe und alles, was in den ganzen Duschgels zum Beispiel enthalten ist, ich nehme jetzt immer so das Duschgel als Beispiel, damit das Ganze einziehen kann und tief in die Haut reingeht. Das wiederum natürlich aber dann auch zu Allergien führen kann. Ja, wenn die Haut offen ist und sozusagen ungeschützt, können die ganzen Stoffe und wie wir ja sehen oder wie wir in den verschiedenen Thema Duschgels zum Beispiel die ganzen Stoffe drin sehen, dass die jetzt komplett und volle Bandbreite durch die Haut durchgehen, weil das Sodium Lauryl das Ganze durchlässig macht. Weiß ich nicht, ob das so gut ist. Ja. Dann haben wir Aluminium. Aluminium ist insgesamt ja schon sehr bekannt. Wird als hochgiftig mittlerweile beschrieben. Davon ist nicht das Aluminium, was in der Erdkruste oder so vorhanden ist, ja, sondern das Aluminium, was als chemisches Abfallprodukt oder als industrielles Abfallprodukt über ist.
Und dieses wird als hochgiftig beschrieben, was Krebs, Allergien auslöst und auch die Nervenzellen angreift. Und das, auf gut Deutsch, das Beschissene bei Aluminium ist einfach, dass es die Blut-Hirn-Schranke durchbricht. Ja, es gibt ja so einige Stoffe, die natürlich uns sehr gut tun, wie zum Beispiel OPC, was die Blut-Hirn-Schranke durchbricht und dann wirkt. Aber Aluminium schafft das auch. Ein sozusagen das Schwermetall, was die Blut-Hirn-Schranke durchbricht und da natürlich dann allerhand für Schaden, gerade in der hochgiftigen Identität sozusagen anrichten kann. Das sind zwar alles vielleicht kleine Mengen und die ihr da wiederfindet. Ich sag mal, mittlerweile ist das ja bei Deo-Sprays schon Aluminium sehr dolle ausgemerzt, aber nichtsdestotrotz findet man das ja doch an den ein oder anderen Stellen. Okay, kommen wir zum Erdöl. Erdöl wird auch Mineral Oil oder Paraffinium, Wachs, Vaseline beschrieben. Gut, Vaseline hört sich jetzt grundlegend nicht schlimm an. Aber Erdöl hat folgende Eigenschaften für unsere Haut. Die Haut kann dadurch nicht mehr atmen. Ja, also es werden sozusagen die Poren werden verschlossen, was wiederum dazu führt, dass wir trockene Haut bekommen dadurch, oder die Haut trocknet im Nachhinein nach dieser Behandlung aus. Weshalb dann wieder dieser Punkt entsteht, ja, wir müssen uns eincremen, danach werden, weil meistens Mineralöle, Paraffin da drin sind, danach müssen wir uns wieder eincremen, immer mehr, weil die Poren sich immer mehr schließen und einfach die Haut nicht mehr atmen kann. Und das wiederum sorgt halt dafür, dass wir immer mehr diesen Trocknungszustand bekommen und die Haut sich nicht selber von alleine befeuchten kann. Dann kommen wir zum Alkohol. Den Alkohol kann man nicht nur zum Vergnügen und zum Spaß einnehmen, sondern der Alkohol ist auch dann auch quasi mit C geschrieben. Auf Englisch findet man das ganz oft. Alkohol ist oft enthalten. Man fragt sich jetzt, warum? Warum? Ja, wird als Weichmacher verwendet. Ja, also er dient dazu, zum Beispiel Cremes, dass die immer in ihrer flüssigen, weichen Form bleiben. Und das ist natürlich, ja, ob es da Alternativen gibt, ich denke mal, das gibt es auf jeden Fall in jeder Frage. Aber es ist ein billiges Mittel, was wir verwenden können und daher wird es diesen Weichmacher schon ewig geben. Das heißt, man muss schon gucken, dass man da irgendwie zu Alternativen halt irgendwie greifen kann. Alkohol steht außerdem in Verdacht, Krebs, Allergien, Gehirnschädigungen, ja, Erbgutveränderungen in der Verbindung mit, wie gesagt, als Beispiel das Duschgel, um das zu verwenden, in Verdacht zu stehen. In der Synergie zusammen, in der Verbindung. Dann haben wir Formaldehyd, sicherlich schon mal gehört. Ist krebserregend, für viele Symptome bekannt. Ja, dazu zählen zum einen, dass es, also krebserregend insgesamt ist, es führt auch zu Hautirritationen. Außerdem steht es auch im Verdacht, Asthma auszulösen, ja, Asthma oder auch chronische Müdigkeiten, Schwindel kann es ebenfalls auslösen, Kopfschmerzen, man kann Schmerzen im Allgemeinen darüber bereiten bekommen und Depressionen ebenfalls, ja. Also da ist eine ziemliche Bandbreite groß dran, wo ich euch empfehlen würde, da einfach nochmal explizit einzeln nachzuforschen und Formaldehyd einfach mal einzugeben und dann sich da die ein oder anderen Infos zu holen. Dann haben wir Palmöl. Palmöl ist ja so ziemlich mittlerweile fast überall drin. Auch mittlerweile auch in Lebensmitteln oder ziemlich oft in Lebensmitteln. Ja, also das ist immer so die bekannteste. Ist eine Süßspeisenmarke, ja, die man da, wo Palmöl drin enthalten ist. Und ihr findet das aber überall. Also ihr findet das auch, wenn ihr hinten immer mal drauf schaut auf die Inhaltsstoffe, findet ihr das auch bei hochgradig guten, vermeintlich guten Nahrungsmitteln oder Süßspeisen, die denn mit vegan betitelt werden und. Aber Palmöl ist einfach, an sich ist es schlecht für unsere Umwelt. Das ist schon mal der erste Punkt, ja, weil einfach viele Palmen abgebaut werden. Man fragt sich jetzt, ja, eine Kokosnusspalme, ist das denn, dieses Palmöl, ist das denn, kann man sich ja gar nicht vorstellen, da kommt doch eigentlich Kokosnusswasser raus. Nee, Palmöl wird direkt aus einer anderen, aus der Palm, die heißt direkt Ölpalme, rausgewonnen. Und die hat ebenfalls Früchte und aus diesen Früchten wird dann dieses Palmöl gewonnen. Hat also weniger mit der Kokosnuss, mit der Kokosnusspalme zu tun.
Da muss man ein bisschen auf die Bezeichnung achten. Aber im Prinzip, wir müssen nicht die Abholzung noch weiter unterstützen. Und ich finde, man kann auch den Punkt einfach der Umwelt mit einfließen lassen. Und naja, wenn man alleine schon mal davon ausgeht, was man denn durch so eine Duschkur oder was auch immer da alles ins Grundwasser dann abschüttet, beziehungsweise dann ins Abwasser, ja, kann man ruhig mal drüber nachdenken. Ja, Fluorid, ebenfalls so bekannt, das finden wir natürlich viel in den Zahnpastas oder Zahnpasten. Und das sind in unterschiedlichsten Formen drin halten, wie Natriumfluorid, das ist halt dieses bekannte, Sodiumfluorid und Ammoniumfluorid, findet man auch teilweise in Parfüms und woanders. Und ja, Fluorid. Bezeichnung brauche ich, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen. Ist bekannt ja als Rattengift, ja, oder wird in Rattengift mit teils verwendet. Es gibt natürlich auch ein Fluorid, was wir da auch wiederum als in der Natur vorkommend haben. Das ist aber wiederum ein anderes Fluorid, was nicht dem Natriumfluorid gleich ist. Und das muss man wiederum stark unterscheiden. Da bitte auch an euch auf die Bezeichnung achten. Ja. Und Glycerin haben wir ebenfalls noch. Glycerin entsteht aus Propan und ist ein Zuckeralkohol und und hilft gegen Austrocknung bei Cremes. Also das sorgt dafür, dass einfach die Cremes nicht austrocknen. Das haben wir ähnlich wie in dem Punkto, was ich vorhin schon erzählt hatte, zu dem Erdöl, Pardon, jetzt bin ich gerade ein bisschen am. Wo hatten wir das denn? Das war doch beim Erdöl, genau. Was sich da wiederum bei den Poren im Prinzip mit gleichsetzt. Pardon, ich musste gerade ein bisschen drüber schauen und war leicht abgelenkt, weil hier neben mir einer sich so tot hustet, als ob er gerade sein Letztes gibt. Wie das manchmal so ist, ja, wenn man Mitbewohner hat. Okay, ja, was sind. Die Folgen daraus sind, wir haben trockene Haut und das Ganze geht bis in die tiefsten Hautschichten. Ja, also es trocknet die Haut bis in den tiefsten Hautschichten aus, der Zuckeralkohol, was wiederum gar nicht gut ist natürlich für uns, weil das wiederum in der Synergie mit den anderen Stoffen dafür sorgt, dass wir die Haut damit auf längere Sicht auch schon sehr strapazieren und schädigen. Ja, okay, das waren so ein paar kleine Punkte. Ich habe, wie gesagt, nicht alle, ich habe aber einfach mal ein paar Inhaltsstoffe mit rausgesucht, die gewisse, wie gesagt, zu nicht nur Duschgel, sondern auch zu Shampoo, Deo, Spülung, Rasierschaum, Cremes, alles Mögliche zusammenpasst, ja, Zahnpasta und. Und ihr könnt einfach mal drauf schauen. Ihr müsst ja jetzt nicht die ganze Bandbreite nehmen, aber pickt euch ruhig mal zwei, drei Sachen raus, guckt, ob die drinne stehen und dann. Wenn ihr euch das interessiert, könnt ihr dazu gerne noch mehr euch im Internet ja belesen und nachschauen. Ansonsten, coolen Austausch irgendwie in der Community würde ich mich auch sehr freuen. Ja, schreibt ruhig immer ein bisschen sowas nieder. Und ich freue mich beim nächsten Mal. Und am Anfang, falls ihr jetzt ein bisschen vorgesäppt haben solltet, ziemlich am Anfang erkläre ich schon meine Alternativen, was ich selbst verwende, in Form von ätherischen Ölen, Kernsalben. Okay, das war's. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder zuschaltet. Schreibt, wie gesagt, gerne was in den Kommentaren rein. Gerne mal ein Däumchen. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute. Bis dahin, euer Sid.